Die erste Staffel von House of the Dragon ist beendet und I fucking loved it. Das Sequel zu Game of Thrones begeistert nicht nur mich und lässt viele zu dem Schluss kommen, yep, House of the Dragon hat das Game of Thrones Franchise gerettet. Aber stimmt das? Ich habe erst vor ein paar Wochen ein Video über Game of Thrones gemacht, in dem ich darüber sprach, wieso mir Game of Thrones beim zweiten Mal schauen so viel besser gefallen hat und der ein oder andere vielleicht in Erwägung ziehen sollte, der Serie eine zweite Chance zu geben. Denn wir alle erinnern uns, damals hat das Serienfinale vom Spiel der Throne eigentlich alle enttäuscht. Also, ich kenne niemanden, der dem Finale etwas abgewinnen konnte. Ihr vielleicht. Ich nicht. Nachdem die Serie neue Maßstäbe setzte, verabschiedete sie sich mit einem großen Haufen Drachenkot von ihren Fans. Jetzt eben, einige Jahre später, das Sequel House of the Dragon, es ist beliebter denn je. Irgendwo ähnlich und selbstreferenzierend, aber dennoch neu und anders. Der große Vorteil an House of the Dragon ist, dass man jetzt schon weiß, wie es ausgeht. Die Büchervorlage ist schließlich da. Wenn man möchte, kann man einfach nachlesen, wie die Geschichte endet. Klar, erlauben sich die Produzentinnen hier und da kreative Freiheit, wie sie Charaktere darstellen und zeigen, aber am Ende des Tages kann eine Bruchlandung, wie sie einst Game of Thrones hatte, hier eher nicht passieren. Also passieren kann sie schon, aber die Wahrscheinlichkeit ist ein bisschen geringer. Weil warum? Wir wissen, wir erinnern uns, Game of Thrones wurde Mist, als die Buchvorlage fehlte und man freihand irgendwie weitertexten musste. Bei House of the Dragon darf man sich getrost an die Vorlage halten und sie quasi verfilmen und sie mit einigen persönlichen Ideen verfeinern. Denn das Buch ist fertig. Und die Resonanz gibt ihnen recht. Schaut doch mal, wie die Show angenommen wird. Auch von denen, die von der Mutterserie bitter enttäuscht wurden. Jeder liebt House of the Dragon. Aber warum denn auch nicht? Am Anfang liebten auch alle Game of Thrones. Eine nice Geschichte, voll Verrat, Missgunst und Ränkespiel mit Drachen in einer glaubhaften Fantasy-Welt und Milliardenbudget. Na, was soll da schiefgehen? Eine Sache, die ich aber sehr interessant finde, ich gehöre zu denjenigen, die schon wissen, wie die Serie ausgeht und welche Twists mich erwarten. Seit Folge 1 bin ich eigentlich darauf gefasst, was geschehen wird. Trotzdem habe ich unglaublich viel Spaß mit der Show. Vielleicht eben, weil ich mir jetzt keine großen Twists mehr erwarten muss, da ich eh schon alles weiß und dementsprechend einfach nur schönes Screenplay genießen kann. Das Handwerkliche wurde halt hier auch wieder sensationell angegangen. Die Kameraarbeit ist super, der Cast sorgfältig gewählt, die Kulissen stimmig und der Soundtrack passt. Dazu wird hier fast noch smarter geforeshadowt als noch in Game of Thrones, ohne zu viel zu spoilern. Also ich muss aber ehrlicherweise sagen, ich war tatsächlich anfangs sehr skeptisch, was das Spin-off im Universum von George R. R. Martin anging. Aber ich wurde positiv überrascht. Wenn ich mich richtig erinnere, erwarten uns insgesamt 4 Staffeln der Serie. Die erste, die jetzt fertig ist, die macht aber schon mal richtig Bock auf mehr. Trotz meines Empfindens teils sehr langsamen Pacings und Aufbaus. Weil, wenn wir uns ehrlich sind, in den ersten Folgen, die ziehen sich schon ein bisschen. Also jetzt nicht, dass sie langweilig wären, aber es ist jetzt halt nicht extreme, überkrasse, mega Drachen-Action, wo alle 2 Sekunden irgendwas Neues passiert. Es ist schon sehr, sehr viel Gelaber. Aber halt geiles Gelaber. Es funktioniert und ich finde das sehr, sehr spannend, dass es noch eine Aufmerksamkeitsspanne innerhalb des Publikums gibt, die auch bereit sind, einfach mal eine Stunde labern zu genießen. Wundervoll. Damit wären die nächsten Jahre guter Fernsehunterhaltung gesichert. Lieben wir. Also ja, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wobei eigentlich nicht, weil ich weiß ja, wie es weitergeht. Aber ob dieser Erfolgstrain quasi jetzt noch weiterfahren kann. Was ist eure Meinung zu House of the Dragon oder zu Game of Thrones oder zum ganzen Franchise an sich? Genießt ihr die Serie? Wenn ja, bitte unten rein, aber bitte achtet auf Spoiler. Wir wissen, solche Videos sind immer schwierig in den Kommentarspalten, da wird man leicht gespoilert, dementsprechend nehmt bitte Rücksicht auf alle die, die es noch nicht gesehen haben. Ich sage für meinen Teil, vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Sollte euch das Video gefallen haben, freue ich mich über ein Abo und einen Daumen hoch. Über Kommentare freue ich mich sowieso. Bis dahin, Bussi Bussi Baba, hab euch lieb, wir sehen uns beim nächsten Mal.